Rescue, Data and Repair. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sitzen in den Lohgärten 24 in 66440 Blieskastel. Und wenn ihr ein Gerät zur Datenrettung oder Reparatur bei uns vor Ort abgeben wollt, dann gerne zu unseren Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 17 und Samstag 10 bis 14 Uhr. Ansonsten gerne unsere Webseite nutzen, rescue-repair.com, und dort auf Auftrag erfassen klicken. Okay? So, hello, my name is Ben from Germany, Rescue. You can easily set up your order, your repair, your data recovery on our website, rescue-repair.com. Just click on create order to mail your device directly here to us, okay? So, and today we got an important data recovery job on an iPhone 7, which was mailed in by a customer. The phone was already at another company and they said the CPU is broken. Okay, so let's go. Also, wir haben heute ein iPhone 7, das wurde eingesendet von einem Kunden zur Datenrettung. Und das war bei einem anderen Reparaturunternehmen und die haben gesagt, die CPU ist kaputt. Lass uns mal gucken. Ich habe es schon geöffnet, beziehungsweise ich habe nur das Display hochgeklappt und das EMI-Shield, das über die Batterie und über den Touch- und Home-Button-Anschluss führt, quasi entnommen und habe dann gesehen, dass oben das Shield, was über die CPU führt, einfach nur aufgelegt wurde. So, what I already did was just opened up the phone and took out the EMI shield over the battery and saw that the shield on the top was already taken off. It just placed down by hand. Okay, so let's go. What we see is this iPhone 7. It's a white iPhone 7. And here we are. It came in with the plate mounted and just like this. Also es kam rein, das Einzige, was war, die Platte war hier drüber montiert. We see, it got water damage and it came exactly in like this. Also es kam wirklich genauso rein. Was wir sehen, hier oben fehlen zwei Coils und keine Ahnung, was da vorher dran gemacht wurde. And what we see is two coils missing on the top of the CPU and I don't know what people did here. I didn't get it to power supply because it doesn't make any sense to control anything here. This is something which we need to swap to another board. Ja? Also das ist wirklich einfach ein Ding. Da brauchen wir jetzt doch auch gar nicht mehr anfangen, Zeit zu verschwenden und irgendwie auf dem Board noch zu suchen, was Punkt 1 eine Wasserbeschädigung hat, Punkt 2 jemand dran gearbeitet hat, der anscheinend nicht gewusst hat, was er tut. Und anstatt dem Kunden dann gleich zu sagen, du pass mal auf, ich bin nicht in der Lage, das zu machen, was überhaupt gar nicht schlimm ist, bitte send es doch woanders hin oder wir schicken es woanders hin. Das ist ja alles überhaupt gar kein Thema. Es gibt immer Fälle, die kann man dann, oder es gibt manchmal eben Fälle, die kann man eventuell nicht selber bearbeiten. Dann sucht man sich einen professionellen Partner, der das eventuell erledigen kann. Was ich immer unfair finde, ist dann solche Dinge. So, what I think is fair in this case, just if a customer comes to you with a case like this, it's just about to tell the customer, okay, I can't do it. If you can't do it, you can't do it. It's not a problem. So just tell the customer if you want to save your data, it's no problem. We can find a solution, and we can get a company who can save data in this case. Yeah. And what I don't like is just trying on customers' devices like this and taking out coils next over the CPU, and then. Then they tell the customer, oh, the CPU is dead, okay, goodbye. Also find ich nicht ganz fair, so zu handeln. Ja? So, schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Let's go under the microscope. Lasst uns einmal unter das Mikroskop gehen. So. Oh, what the hell. Also, Baseband PMU is missing. Also die Baseband PMU fehlt. NAND was already out. NAND war auch schon draußen. We see that the audio IC is underfilled. Wir haben underfill am Audio IC. Was ist hier unten? TriStar was already has already been done. TriStar war auch schon jemand dran. War auch schon jemand. Here is a part missing. Da fehlt was. And okay, and then they just took out the coils. Perhaps they just did some measurements, but I don't understand this case at all. Also ich kann es nicht nachvollziehen, will da jetzt auch gar nicht lang rumsuchen oder irgendwie da weiter überhaupt Zeit verschwenden. What about the Logic EEPROM? Is it there? Yeah. Also wir haben das Logic EEPROM da. Was wir jetzt brauchen zum Datenerhalt ist einmal die CPU, einmal der NAND. Ich hoffe, der ist noch okay und ist auch noch der Originale. Und das Logic EEPROM und dann
kommen wir auch auf die Daten. Ja, da kommen wir an die Daten ran. So, what we need for data recovery is a working CPU, working logic EEPROM and a working NAND, and then we can save data. And that's what we check now. So. At first, I just want to take out the CPU. Als erstes möchte ich jetzt mal die CPU rausnehmen und mal schauen, was wir denn dann da haben. Also, merke, in diesem Fall sendet euer Gerät irgendwo hin, wo euch in dem Fall auch jemand helfen kann. Gebt es nicht irgendwo ab und holt es so wieder ab. So, remember, just get the phone to a place where you can get helped and not just to anybody at the next corner or to somebody at the next corner who just does things like this. Perhaps there are some good ones around the corner, I don't know. So, for sure in some areas there are good ones on the corner. I don't want to say that corner shops are bad. Ne? Also ich mag jetzt nicht sagen, dass es nicht irgendwo vor Ort gute Shops gibt, die sowas machen können. Ja? Also gute Werkstätten gibt es überall. Ich ärgere mich nur, wenn ich dann sowas sehe. Just getting angry if I see things like this. Because it's customers' data, it's not data of the shop, it's customers' data. Also es geht ja hier um Kundendaten. Die Chance minimiert sich natürlich, wenn wir so vorarbeiten. Die Chance auf den Datenerhalt. Okay, let's see. This looks good. I don't care about the components around, okay? So, that's why I just didn't scrape along and... Also mir ist völlig egal, ob da jetzt nebendran die Coils mit abgehen oder sonst was, ja. Das interessiert mich nicht. Ich habe auch drumherum im Endeffekt keinen Underfill beseitigt, weil ich will nur die CPU rausnehmen und fertig und will den NAND-Speicher rausnehmen. I just want to get out the parts and I don't care about around. Take out NAND. So, jetzt den NAND rausnehmen. Okay. Gut. Also, das passt soweit. Und jetzt einmal um den CPU rum die Coils abschneiden. Now we just cut the coils. Or we just break them like this. Okay. So. Reinigen wir einmal mit der Klinge rundum. Now we just take the plate to scrape around. So many people ask me for how to start with CPUs. So my opinion is start with the A8 series and go up, then you won't have any problems with the newer models. Also wenn ihr generell mit CPU arbeiten starten wollt, ist mein Tipp, startet mit dem A8 und dann könnt ihr euch hocharbeiten. Wenn ihr A8, A9 beherrscht, dann sind die anderen eigentlich ganz gut zu machen. We just take some paste. Wir nehmen da ein bisschen Paste. Und geben die auf die CPU. Dann reinigen wir die. Get the paste to all the areas. Also wir verteilen die Paste schön auf der CPU. Okay.
Jetzt warten wir ein bisschen. Okay. Now it's going fast. Jetzt sollten wir schnell sein. Ja. For the last one, okay. So. Und jetzt noch einmal schön absäubern. Und das war's. And we're done. Also. Das funktioniert auch relativ schnell und gut. Cleaning time. Ihr seht, A10 kann man eigentlich relativ schnell und unkompliziert reinigen. So. Just need to take some UV. So, jetzt versiegeln wir hier. Just like seal it. So. And like this. Then we just take some UV light. Jetzt nehmen wir ein bisschen UV-Licht. Dann brauchen wir einen Holder. Then we just take a holder. Get the CPU in it. So, jetzt machen wir hier die CPU in den Halter rein. Just some flux, some flux dazu, 183 solder, 83er load, ich nehme es jetzt hier gerade von der Rolle, I just take it from the row, not a problem. We have some dirt here, but not bad. Wir haben ein bisschen Schmutz, ist nicht schlimm, wir reinigen gleich. We just clean it in a minute. Okay, done. Das war's. Bürste. What we see is that we have some more glue here. Jetzt sehen wir an einigen Stellen, dass er noch ein bisschen Kleber ist. Hätten wir vorher auch sauberer reinigen können. We had just cleaned that before. But we can do it now. It's not a problem. Können wir aber auch jetzt machen.
Okay. Das war's. Down here. Da unten sehen wir noch ein bisschen Schmutz. Das heißt Schmutz, Verklebung. Just some glue. And okay. So, und fertig. Relativ lang gereinigt. Normal reinige ich im ersten Schritt alles schon ab. So, it was a long cleaning. Because normally I take all the glue under preheater. In this case, we just did it later. Macht auch nichts, wenn wir das jetzt hier in dem Schritt machen. Toilettenpapier, Andi. Ah, hier. Okay. I thought Andy climbed it, but it was me. So, we need a matching stencil. Jetzt haben wir einen Stencil. Ihr seht, ich bin nicht so ganz vorbereitet. Ja, best one, two. Für die Tool Stencil, für die CPU echt richtig geil. Looks good, I think. Sollte gut aussehen. Okay. Frisches Tuch, fresh wipe. Or only with your finger like you want, oder nur mit dem Finger, wie ihr da, wie ihr möchtet. Reball the CPU. Einmal die CPU reballen. Dann, das war's. Und das sieht doch gut aus, oder? Looks pretty good. Now we just use the brush one time. Einmal ein bisschen bürsten. Pressured air, dann ein bisschen Druckluft. So aussehen. Dann ein bisschen Flux. Then just add some Flux. Hot Air und Heißluft. Some more Flux here. See all the pads are there. We lost nothing. So I think that's pretty okay for the reball. Just you can see all the balls are same size.
also wie man sieht, sind alle Bällchen gleich groß und CPU Reball erledigt. Jetzt brauchen wir einmal noch den NAND-Speicher. Now we just need the NAND. Was already reballed before, der war vorab schon mal reballed. Schmieren wir einfach gerade ein bisschen Paste drauf. We just add some paste here. And get some HD on it. Ein bisschen Heißluft. I had to do a lot of face IDs today. So it was face ID day. Heute ein paar Face IDs gemacht. 11er, 11 Pro, XS, X. War auch mal schön. Okay. Like that. Oh, my class syringe is breaking. So, last bit of flux out of it. It has a crack. It's game over now. Need to take a new one. No problem. Also, meine Glasspritze ist nach langer Nutzung gerade gebrochen. Macht aber nichts. Erneuern wir gleich. Jetzt brauchen wir ein vorbereitetes Swap-Pot. Haben wir sowas? Ich hatte sowas. Jawohl, hier. Und jetzt setzen wir das Logic EEPROM um. Das Logic EEPROM von dem alten Board auf das neue Board. Altes Board. Neues Board. It's just my syringe is broken, so it looks like shit. But okay. Na, also die Spritze ist jetzt gebrochen, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber egal. So, we take out the old ROM from the old board, also wir nehmen das alte ROM raus am alten Board. Damit und hier nehmen wir das ROM, das wir brauchen. Here we just take the ROM which we need. Pretty important, and we do it here. I see some dirt here, so I just place it here. Take the dirt away, da war ein bisschen Dreck drunter. Dreck genommen. ROM setzen. Okay. Sitting down the ROM was pretty good. Now one picture and we can transplant the NAND. So ein kleines Bildchen. Dann können wir den NAND-Speicher einmal rüberhauen. Just get it down here to the prepared board with one capacitor missing, but not a problem. Jetzt fehlt hier ein kleiner Kondensator. Das heißt, ein kleiner, ein großer Kondensator neben dem NAND, aber das ist egal. Brauchen wir nicht. Brauchen nur die Daten. Okay, dann, das war's. Control Value, einmal das Verhalten kontrollieren am Labornetzteil. Ist jetzt noch sehr heiß, aber kurz an die Abluft und dann sollten wir nur mit dem NAND-Speicher sollten wir 7 mA haben, ohne die CPU, nur mit dem NAND-Speicher. Und das kommt hin. Jetzt schon bei 10 und ist noch warm. 9, ja, jetzt fällt es runter. 8. Das passt. Okay. Now we can sit down the CPU. Jetzt können wir
CPU verlöten. First we need to clean the board again. Als erstes müssen wir einmal das Board nochmal reinigen. To remove dirt in all the areas, um einfach überall Schmutz rauszuholen, der einen sauberen Sitz für die CPU blockieren könnte. We want the CPU can sit down. So we need to remove dirt. The CPU. Hello. Doesn't want to. Just add a little bit of flux here. Now we can sit it a little better. Some more flux. Mag nicht richtig sitzen. Okay. Normally I sit them faster with my hands. Also normal setze ich die wirklich ein bisschen schneller. Gut. Aber das soll so passen. But it should go on in this way. So, Düsenwechsel und ab. Switch to the nozzle and go on. Now we see that the flux comes out at the sides. Jetzt sehen wir, dass das Flux an der Seite rauskommt. CPU hat perfekt gesessen, hat sich nicht mehr bewegt. So CPU didn't move because it was placed perfectly. Done. Das war's. Und jetzt können wir einmal schauen, ob das Ganze funktioniert. Now we can just have a look if this works. Have a look at the side to see the balls. Einmal von der Seite drauf gucken. Ja, dann sieht man schön die ordentlich verbundenen Lötpunkte. Okay, so just want to take a photo. Bild davon. Okay. And we go to the on-hands camera. Here we have the board. Exactly that board. Yeah, here we have the old one. Here we have the screen. Den Bildschirm. I need to eat something. My fingers are not calm. Ich muss so langsam was essen. And we need the right cable for power supply. Wir brauchen das richtige Kabel. So, und jetzt schauen wir mal. Was ist denn passiert? Und wir sollten gleich einen Apfel sehen. And boom! We have an apple! For this iPhone 7, after somebody told the CPU is broken, the CPU is dead. Okay, also wir haben einen Apfel, nachdem jemand anderes, der vorher an dem Gerät gearbeitet hat, eine andere Firma behauptet hat, die CPU wäre ja tot. Ne?
Das heißt, wenn die CPU tot wäre, dann hätte ich jetzt keinen Apfel und dann hätte ich auch keinen Zugang zu den wichtigen Daten. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob wir gleich sehen, was auf dem Gerät drauf ist. Ja? So, ich hoffe, an dem NAND ist alles in Ordnung, der da vorher schon mal entnommen wurde. Aber das sehen wir jetzt. I hope that the NAND is okay, because it was already taken off before. So let's see what they did. Boot behavior is pretty okay. I see still the Apple here. It's just like I don't know if there are any private data. Also wir kontrollieren jetzt mal, ob der NAND-Speicher noch in Ordnung ist, weil da schon jemand dran war. Wir haben immer noch den Apfel. Falls private Daten drauf sind als Hintergrundbild, halte ich das jetzt natürlich so, damit das nicht öffentlich ist. Ja? So. Bootverhalten ist gut. Sieht alles sauber aus. And here we are. We got access to all the important data after somebody told this CPU is dead. Also, wie ihr seht, wir haben Zugriff. Ich schaue jetzt mal, ob wir da ein persönliches Hintergrundbild haben. Ne, wir haben hier den Standard-Hintergrund. So, we got the basic background and here we just need the code and we have access to the data. Also, es ist der Standard-Hintergrund, es ist ein Code drin. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch den Code, den werde ich gleich raussuchen und dann kann ich ein Backup ziehen. Das heißt, wir konnten die Daten an einem iPhone 7 retten, bei dem jemand anderes gesagt hat, die CPU ist tot und es gibt keinen Weg zu den Daten. Und das ist genau der Grund, warum man ein Gerät zu Rescue schickt, weil Rescue euch in solchen Fällen gerne hilft. And that's the reason why you have to get your phone to Rescue. iPhone 7, A10, CPU swap, about 28 minutes. So I just turn it off now. So, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hilft euch eventuell auch weiter. Egal, ob ihr jetzt Techniker seid und ein paar wichtige Arbeitsschritte seht oder ob ihr Kunde seid und sagt, ey, ich brauche meine Daten und die können die Daten retten. Oder ihr seid eine andere Werkstatt und ihr möchtet gerne mit uns zusammenarbeiten. Gar kein Thema, registrieren auf rescue-repair.com. Auch als Endkunde dort registrieren, Gerät einsenden und wir werden eure Daten retten. Insofern die CPU, das Logic ROM und der NAND-Speicher intakt sind. Und ihr seht, das geht fix. Wir sind da wirklich relativ schnell in unserem Workflow und ihr könnt dann auch schnell mit den Daten rechnen. Dann dauert der Upload meistens länger als die Datenrettung an sich. Ja? Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne durch den Kauf eines ICC Pro. Den bekommt ihr bei Union Repair, bei Mobile Centrix, bei vielen anderen Resellern oder direkt auf iccpro.de. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch registrieren würdet für Fixdesk. Das ist eine All-in-One-Reparaturmanagement-Software auf fixdesk.de. Und ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen in unserer Facebook-Gruppe Smartphone Repair Group Germany. Ansonsten geht auf rescue-repair.com, sendet euer Gerät ein. Wenn ihr Händler seid, könnt ihr gerne mit uns zusammenarbeiten. Würden wir uns sehr freuen. Ich persönlich mich auch. Und ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Ja? So, and the outro in English. Thanks a lot for watching. Give me a thumbs up, subscribe, give me a comment under the video. If you want to work together with us or mail in your device, check rescue-repair.com. If you want to support us, it's all about ordering an ICC Pro at Mobile Centrix Union Repair or directly on iccpro.de. Check Fixdesk, it's an all-in-one repair management software at fixdesk.de. And if you want to join our Facebook group, I would be very happy. Facebook Smartphone Repair Group Germany. I'm out and we see you with the next one. Yes, Ben, goodbye.